Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Chief Majors, Nahkampf-Asphasaden-Akrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chibi das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Meint ihr nicht, dass das Diebstahl ist? Ach was, Bernd, das ist Spieltaktik. Na dann, Spieleentwickler. Ja, Bernd? Noch peinlichere und boshaftere Einfälle zu fremden Kulturen hattet ihr nicht? Nein, Bernd. War ja klar. Aber in so einem Spiel ist es ja egal, ob es Schrott ist. Steck es ein. Quasi Adventure-Messi. Es ist ein kleiner Ruck für ein Brot mit zu kurzen Armen. Aber eine große Dummheit auf jeden Fall. Ich wollte schon immer mal einen Fluxkompensator haben und ein Pony aus Stahl, das Lichtgeschwindigkeit reiten kann und Laser aus seinen Nüstern schießt. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Lily Power!